Unter dem Motto Wiedersehen alter Bekannter traf der FCH am vergangenen Freitag am ausverkauften Böllernfalltor auf den SV Darmstadt und den ehemaligen Heidenheimer Tim Skarke. Es sollte eine von Darmstadts Ballbesitz geprägte Partie werden und so gehörte auch die erste Chance in der Partie den Lilien. 14. Minute, der Ball kommt von der rechten Seite in den 16er und auf einmal ist Luca Pfeiffer da, aber Kevin Müller auf der anderen Seite kann parieren, ist von Anfang an auf seinem Posten. Was dem FCH in den letzten Spielen so ein bisschen abkam, das zeichnete ihn in Darmstadt aus. Chancenverwertung. Schimmer bringt den Ball auf Kühlwetter und dann stand es mit der ersten Chance für den FCH in dieser Partie auf einmal 1:0. Sein drittes Saisontor. Den lässt er sich nicht mehr nehmen, auch wenn ein bisschen glücklich zustande gekommen. Löste da Marcel Schuhn keine Chance. 25. Minute, Darmstadt blieb seinem Ballbesitz Fußball treu und kam so auch wie hier immer wieder zu seinen Chancen. Viel mehr passierte in Durchgang Nummer 1 nicht und so ging es vor 11.200 Zuschauern dann in die Halbzeit. Die Stimmung des Darmstädter Publikums gut, sie sollte auch noch besser werden. Zunächst gab es aber erstmal diesen Fehlpass von Jan Schöppner, aber den können die Darmstädter nicht nutzen. Was er da gesehen hat, das weiß er wohl selber auch nicht so ganz genau. Der FCH hier im Glück, das Honsack nicht mehr aus der Situation macht. Dann gab's einen Wechsel und gleichbedeutend mit der Einwechslung von Robert Leipertz auch einen Dämpfer für die Stimmung des Darmstädter Publikums. Denn den hatten sie nicht auf dem Zettel. Erst dieser Abschluss und dann ist er auf einmal blank im 16er. Wie gesagt, erst eine Minute vorher eingewechselt. Das war sein erster Ballkontakt. Hier hat Frank Schmidt also auf jeden Fall mal ein gutes Händchen bewiesen. Dann aber das Schauspiel Comeback der Lilien. Akt Nummer 1, Hauptrolle Aaron Seidel, 77. Minute. Der Joker sticht also nicht nur beim FCH, sondern auch bei den Lilien eher kurz zuvor erst eingewechselt. Da sieht unsere Hintermannschaft unglücklich aus. Erst durch die Beine von Siersleben und dann rein ins Netz. Akt Nummer 2, Freistoß, Kopfballtor Philipp Tietz. Wiederum unsere Hintermannschaft unglücklich schnell ausgeführt, dieser Standard. Der überraschte dann sowohl Schöppner als auch Schimmer und Tietz ist dann der Nutznießer dieser Aktion. Akt Nummer 3, das dann die Tragödie in der 83. Minute. Der ehemalige Heidenheimer, Tim Skarke aus der zweiten Reihe. Kevin Müller greift daneben und das Publikum tobt. Der Vorhang ging danach zu für den FCH. Das Spiel war vorbei, denn unsere Mannschaft kam nicht nochmal gefährlich vors Tor. Und so verlor man ein Spiel auf die wohl bitterste Art und Weise und lässt den Kontakt auf die vorderen Ränge vorerst abreißen. So direkt nach dem Spiel ist schwer. Ich glaube, das muss ich mir auch gleich oder spätestens morgen dann nochmal angucken. Ist schwer zu erklären, darf natürlich nicht passieren. Wir machen hier über 70, 75 Minuten ein super Auswärtsspiel. Haben viel wegverteidigt, gehen 2-0 in Führung und dann gehen wir es innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, aus der Hand. Das ist brutal frustrierend, aber klar, die Fehler, die haben wir gemacht, die müssen wir analysieren und das gucken wir uns dann morgen an. Ja, dass nach dem 1-2 das Publikum kommt, das war klar, aber das ist auch nichts, was uns überraschen darf. Das war von vornherein klar, wenn hier das 1-2 fällt, dass die Hütte brennt. Und ja, da muss man einfach sagen, da waren wir nicht da. Also so hart es klingt und so leid es mir tut, es war einfach viel zu wenig dann, vor allem nach dem 2-1. Da müssen wir uns aufraffen, wieder dahin stellen, wie wir es vorher gemacht haben, alles wegverteidigen und dann gewinnen wir halt hier 2-1. Aber ja, mir fehlen auch ein bisschen die Worte gerade. Wir machen es so gut über eine so lange Zeit und dann mit dem Anschlusstreffer kommt hier die Wucht, kommt das Stadion. Den konnten wir dann zu wenig entgegensetzen, waren nicht mehr scharf genug auf zweite Bälle in den Duellen. Ja, und dann verlieren wir hier am Ende ein Spiel, wo wir vorher unfassbar gut gespielt haben und können wir uns jetzt absolut gar nichts von kaufen und das tut richtig weh heute einfach nur. Wir hatten dann die Chance auch noch aufs 3-0. Ich glaube, wenn wir das machen, ist hier vorbei. Aber dann müssen wir als gesamtes Team, als Verbund mehr dagegen halten. Ja, da muss dann eigentlich nochmal so eine zweite Luft kommen, alles reinwerfen und ich glaube, das wollten wir, aber wir haben es dann nicht geschafft, mit den letzten Prozentpunkten da noch gegenzuhalten. Ja, eins kann ich versichern, dass wir gegen Werder wieder voll da sein werden. Aber klar, braucht das jetzt ein paar Tage, das Wochenende erstmal. Aber ich glaube, was wir in der Vergangenheit auch immer gezeigt haben nach Rückschlägen, dass wir stärker zurückkommen, das wird auch diesmal so sein. Aber heute Abend und die nächsten Tage wird es erstmal noch extrem wehtun.